Ja, guten Morgen miteinander. Wie Sie sehen, bin ich gar nicht ins Fest gekommen. Na schon. Nein, das ist nur, ich wollte mich herzlich bedanken für den wunderbaren Abend gestern, das tolle Essen und vor allem halt auch dafür, dass es jemand gibt wie Sie, Herr Professor Sieberath, weil wenn Sie uns nicht zusammenbringen würden hier, dann gäbe es dieses nicht. Also vielen, vielen Dank und ich glaube, das ist mal wirklich ein Applaus einfach wert am Morgen, damit werden Sie auch ein bisschen wach davon, weil ich bin einfach dankbar dafür, dass es Sie gibt und dass Sie das hier alles zusammenhalten und natürlich mit einem wunderbaren Team. Gibt es da keinen Applaus dafür oder schlafen Sie noch alle? Also ich habe heute früh in den Spiegel geguckt und habe gesagt, Michael, was willst du denen denn hier erzählen, wenn du selber nicht mehr in der Lage bist, rechtzeitig zum Friseur zu gehen? Und in der Tat möchte ich Ihnen nicht irgendwas vorschreiben. Ich will Ihnen auch nicht sagen, was Sie zu tun haben. Ich werde heute ein paar Dinge darstellen, die für Sie Anregungen sein sollen. Ich habe nicht die Weisheit gepachtet, aber ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, Dinge anders zu machen und dass es tatsächlich eine Chance gibt, 40 Jahre Umweltdiskussion in Innovation umzuwandeln und dass viel, viel schönere und bessere Produkte entstehen. Also nehmen Sie doch zum Beispiel eine Firma wie Rheinzink. Ist jemand da von Rheinzink? Die machen 150.000 Tonnen Zink, Dach und Fassade. Titanzink, wunderbares Produkt. Und das Erstaunliche ist, die verkaufen dieses Produkt. Ja. Ich meine, wie kann man tatsächlich das verkaufen? Niemand braucht dieses verdammte Zink. Ich brauche doch nur den Schutz. Ich brauche doch nur die Optik. Und warum verkaufen die das? Die würden jedes Jahr 300 Millionen reicher werden, wenn sie nur 30 Jahre Nutzung verkaufen. Das Erstaunliche ist, in der Forstwirtschaft kennt man das. Wenn Sie heute einen Wald pflanzen, können Sie ihn morgen beleihen, ja, obwohl er erst in 100 Jahren geerntet wird und obwohl es Sturmtief Lothar gibt und obwohl es den Borkenkäfer gibt. Das heißt, das digitale Denken ist bisher nicht angekommen. Überhaupt nicht, in der ganzen Branche nicht. Ich war in Freiburg und da zeigt mir die Stadt Freiburg, zeigen mir ihre ganzen Solaranlagen. Sie verstehen sich als Solarhauptstadt Europas. Und können Sie sich vorstellen, dass die Solaranlagen kaufen? Ich meine, blöder geht es doch gar nicht. Niemand braucht diese verdammte Solaranlage. Ich brauche nur Licht, was ich in Strom umwandle. Wir haben eine Schüko-Anlage untersucht, ohne den Schüko-Leuten jetzt irgendwie zu schmeicheln, haben wir geguckt, nach 19 Jahren hat die Anlage noch 93% des Wirkungsgrades. Die chinesischen Anlagen, die wir vergleichbar untersucht haben, haben in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades eingebüßt. Inzwischen ist das besser geworden, aber die Industrie ist weg. Wenn man nur 20 Jahre Lichteinfangen kaufen würde, dann könnte man in Europa konkurrenzlos billig produzieren. So ist die Anlage, ist es weg. Warum kaufen die Leute Solaranlagen? Dann machen sie nur die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll. Das heißt, die Branche ist noch ganz, ganz zurück. Das ist keine Digitalisierung. Das ist, die heißt nur Digitalisierung bei uns, weil die Leute, naja, weil wir früher so einen korpulenten Wirtschaftsminister hatten. Sonst würde das Dünitalisierung heißen wahrscheinlich. Da ist nichts dahinter. Das digitale Denken ist überhaupt nicht da. Das heißt, lassen Sie uns Dinge nochmal neu angucken. Da war ich ursprünglich mal hier gewesen. Davon, um es aufzuklären. Ich habe gerade in den Kindergärten in Lüneburg, ja, ich lehre an der Erasmus-Universität in Rotterdam und komme jetzt nach Lüneburg zurück. Ich habe in Rotterdam an der Business School, Rotterdam School of Management, 6 Jahre einen Lehrstuhl gehabt, weil ich Geschäftsmodelle entwickeln wollte, als Chemiker und Verfahrenstechniker. Weil wenn wir etwas machen, dann muss es auch ein Geschäftsmodell dabei geben. In Deutschland fragen die Leute, ja, Cradle to Cradle, ist das moralisch geboten? Ja, und wenn sie dann gerade kein Geld haben, dann ist die Moral sofort weg. In Holland fragen die Leute, kann man damit Geld verdienen? Und das ist mir auf Dauer sympathischer, weil dann bleibt es. Denn, seien wir ehrlich, 95% von uns verhalten sich schlecht, wenn sie Stress haben. Also 95, also praktisch wir alle. Es gibt ein paar Helden dazu, ja, so wie Sie davon, aber wir verhalten uns schlecht unter Stress. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wissen Sie, wo in Rotterdam die Leute am schlimmsten rasen? Das ist vor Kindergärten.
Weil ich habe meine Studenten mit Laserpistolen ausgestattet. Die fahren die Leute im Durchschnitt doppelt so schnell, ja, wie es erlaubt ist. Ja. Ist das nicht erstaunlich? Vor Kindergärten? Wissen Sie, weil der liebe Gott hat unsere Kinder nicht für das Industriesystem entwickelt. Ja, wir haben uns gerade unterhalten, dass man sich das dann irgendwie schönredet, wenn man immer unterwegs ist und keine Zeit für die Familie wirklich hat. Die fahren doppelt so schnell, weil unsere Kinder sind irgendwie nicht dafür geeignet. Ja, dann ist das Kind krank, sagt, Papa, ich habe Fieber. Und ich sage, nein, ich habe eine wichtige Konferenz, da muss ich hin. Und dann liefere ich mein Kind ab. Es hat mir schon ein Jackett vollgespuckt. Und es schreit wie am Spieß und ich rast davon. Und ich kümmere mich gar nicht darum, dass die ganzen kleinen Kinder auf der Straße unterwegs sind. Weil ich bin ja schon zu spät dran. Ja. Das heißt, immer dann, wenn wir Stress haben, ich kenne Sie sozusagen, ja, weil ich bin auch so. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, und die Spur wechselt, dann verursacht man für die Leute hinter einem im Durchschnitt 200 Mal mehr Verzögerung, als man selber an Zeit gewinnen kann. Wissen Sie, weil die Spurwechsel dazu verändert die Symmetrie davon und verändert den Ablauf. 70% unserer Staus in Holland sind durch Spurwechsler verursacht. Und was mache ich, wenn ich es eilig habe? Ich wechsle die Spur. Ja. Also die Moral ist immer weg, wenn man sie eigentlich braucht. Darum geht es heute bei Umwelt nicht um ein Moralthema, sondern um ein Innovationsthema, ein Qualitätsthema. Ein Produkt, was Abfall wird, ist einfach nur schlechte Qualität, sonst gar nichts. Ich brauche niemand ein schlechtes Gewissen machen. Ich kann einfach nur sagen, hey, wir haben ein Qualitätsproblem. Ist schön, wenn ich die Gebäude gasdicht mache, aber ich sollte doch zuerst mal fragen, was ist im Gebäude drin? Ich habe gerade die Kindergärten Lüneburgs untersucht. Ich habe keinen einzigen Raum gefunden, in dem nicht die Stuttgarter Außengrenzwerte überschritten sind. Keinen einzigen. Ja, das ist ja schön, dass wir über Fahrverbote reden und sonst was. Aber wenn ich in keinem Raum, in keinem Kindergarten auch nur eine Luftqualität gebe, die nicht außen sozusagen schon zu Fahrverboten führen muss dazu, dann ist irgendwas ganz falsch. Ich meine, wir halten uns 80% in Innenräumen auf. Also ist doch die erste Frage, was ist gesunde Luft, oder? Die Luft im Gebäude für die meisten Parameter ist 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Asthma ist häufigste Kinderkrankheit. 40% unserer Häuser haben Schimmel. Ich meine, das macht Asthma, ist zwar ein Naturstoff, aber ist auch nicht unbedingt das. Das heißt, ja, so husten Sie dann, wie Professor Sieberath dazu. Hören Sie, wollen Sie nochmal hören? Ja, und so. Das heißt, wenn Sie heute von dem Vortrag irgendwas nur lernen dazu, dann packen Sie die Laserdrucker raus. Das ist wirklich ziemlich die größte Gemeinheit, die man Menschen antut. Sie machen Homeoffice zu Hause und haben den Laserdrucker direkt auf dem Schreibtisch stehen. Jede Seite sind etwa 10 Milliarden Feinstaubteile. Ich sage Ihnen das so dringend, weil ich habe gerade eine Obduktion von so jemand gesehen, davon, der eben an Feinstaub wirklich gestorben ist letztlich. Wir verlieren 5 Jahre Lebenserwartung durch Luftverschmutzung, hauptsächlich durch Feinstaub, durch Stickoxide. Das ist 20 Mal mehr als durch Verkehrsunfälle. Ich meine, ist doch absurd. Die Branche hat ein massives Qualitätsproblem. Dann habe ich mit jemand von Kyocera gesprochen und gesagt, ja, wir können das Zeug nicht vom Markt nehmen, sonst würden wir verklagt werden. Ja? Also, das heißt, das können Sie nur Sie sozusagen machen. Das sind so kleine Metallharpunen, die schneiden die Zellen durch und die verkalken dann. Das gibt höhere Chancen an Schlaganfällen. Und der ganze Dreck, der Tonerstaub, wandert durch den ganzen Körper. Von, wie gesagt, Kyocera sind die schlimmsten davon, aber das gilt auch für die anderen, die sie haben, also Laserdrucker. Die Tintenstrahldrucker sind inzwischen mindestens so gut, sogar energiesparender. Und die Schadstoffe, die rausgeben, sind irrelevant im Verhältnis dazu. Also wenn Sie nur eins lernen dazu und jetzt können Sie wieder Ihren Schlaf weitermachen von gestern, weil es so anstrengend war, dann bergen Sie sich das bitte, weil das ist so eine Gemeinheit. Wir schauen uns an, womit man zu tun hat. Und dann finde ich zum Beispiel, ja, eine Waschmaschine nennt sich durch die Globalisierung. Davon gibt diese Waschmaschine mehr Benzol ab, als sie an jeder Tankstelle aufnehmen. Viel mehr. Also dann ist das Gebäude gasdicht, aber die Waschmaschine ist nicht für Innenräume hergestellt. Die Gummidichtung kommt aus Malaysia und durch Lösungsmittelrecycling, weil wir die Lösungsmittel recyceln, sind nur viel, viel mehr Schadstoffe drin. Also was ich tue, ich packe so einen Gegenstand in eine große Glaskiste und gucke, was an Chemikalien rauskommt. Ja, so will einfach wissen, woher kommen denn diese Volatile Organic Chemikalien sozusagen, die ich drin habe. Und dann gucke ich mir solche Dinge an und Sie sehen,
die Teppichböden sind erstaunlich sauber, ja, im Verhältnis. Hier will ich etwas anderes Ihnen zeigen. Die Teppichbodenindustrie hat übrigens dank auch Rosenheim gerade Umweltgifte, Diskussion, Baubiologie sozusagen, hat die Teppichbodenindustrie hat das aufgenommen und hat gesagt, wir möchten was tun. Die Peaks sind erstaunlich niedrig sozusagen im Verhältnis zu Kinderspielzeug zum Beispiel. Ja. Wissen Sie, die Branche muss handeln, weil für die Politik ist das zu kompliziert. Wir haben in Kinderspielsachen über 600 giftige Stoffe drin. Die Europäische Union verbietet gerade 64. Und vielleicht eine grundsätzliche Bemerkung. Wir haben die Bauchemie großenteils noch auf dem Status der 60er und 70er Jahre. Das ist ziemlich traurig. Es hat damit zu tun mit den Umweltkatastrophen. Seveso, Bhopal, ja, Sando. Daraufhin gesehen haben wir fast eine ganze Generation an guten Chemikern eingebüßt. Denn wie soll ich Chemie studieren, wenn der Fluss rosa aussieht und die Fische sterben drin? Ich war in Bhopal 1984, da sind 500.000 Leute schwer verletzt worden, 30.000 Leute sind gestorben. Die Ärzte wurden bestochen, keine Krankenakten anzulegen. Darum hat bis heute kein einziges Opfer auch nur einen Cent gekriegt. Aber wie soll ich in die Chemieindustrie gehen, wenn die solche Schweinereien machen? Ja, das ist so, heute ist nicht mehr so schick, Banker zu werden, so ähnlich, verstehen Sie, können Sie sich das vorstellen. Das heißt, man hat dann sozusagen die Chemie, die Bauchemie, so in sogenannte Bad Banks praktisch ausgegliedert schon. Ja, und hat gesagt, nein, wir machen nicht mehr Chemie, wir machen Life Science, Novartis, Evonik, Clariant, ja. Lanxess, lauter solche Kunstnamen hat man erfunden dafür, aber die Chemie ist im Prinzip dasselbe geblieben. Die Renditen waren dabei so gering, dass man eigentlich echte Innovationen in vielen Fällen nicht vorangebracht hat. Da, ich meine, wie kann man mit gutem Gewissen so Epoxidharz in den Bau reintun? Ja? Und wie Sie schon sagen, natürlich, die ganze Branche ist dabei so völlig zurück. Ich habe in Hamburg den Abriss der neuen Burg, eine Ikone des Brutalismus sozusagen, aber zum Glück wurde sie abgerissen sozusagen, von der evangelischen Kirche, den Abriss hautnah nebendran erlebt. Die haben noch nicht mal die Fenster rausgemacht, noch nicht mal, ja. Ganz abgesehen von den Aufzugstüren oder sonst irgendwas. Ich habe dann einmal erreicht, dass ein Tag die Abrissarbeiten eingestellt wurden. Aber das ist ein Gebäude der evangelischen Kirche, ja, einer der größten Immobilienbesitzer. Und wenn die noch nicht mal was tun dabei, dann weiß man, dass wir ganz, ganz am Anfang sind. Ja. Das, verstehen Sie, das ist absurd. Und was ich Ihnen hier zeigen will, ist was anderes. Die Leute kommen dann, wenn sie diese ganzen Umweltthemen ziehen und sagen, wir möchten doch ein Naturprodukt haben. Ja. Aber das Naturprodukt, was sie einsetzen, muss so eingesetzt werden, wie das natürliche Design dem entspricht. Und es nicht künstlich auf ein Chemieprodukt zu machen. Ja, ich zeige es Ihnen hier. Das ist ein skandinavisches Möbelhaus dazu. Ich will nicht nennen, was es ist davon. Ja, da steht drauf 100% Wolle. Aber der liebe Gott hat das Schaf nicht für den Teppichboden erfunden. Ja? Und schon gar nicht, wenn Sie es ausprobiert haben, gestern vielleicht für Rotweinbeständigkeit. Überhaupt nicht. Ja? Das Schaf ist halt nicht rotweinbeständig. Wenn Sie jetzt ein rotweinbeständiges Schaf haben wollen, dann brauchen Sie eine Menge Chemie. Sie sehen, die Peaks sind viel höher. Die Peaks sind auch viel schädlicher dabei. Und in der Tat steht da 100% Wolle drauf, aber das ist ein Teflon-Teppichboden mit Wollkern. Das heißt, die kommen nie in Kontakt mit der Wolle. Ja, das hat gar nichts zu tun mit Wolle. Das ist nur ein Kunststoffteppichboden und da steht Wolle drauf. Wie wollen Sie damit ein Recycling machen mit dem Zeug? Ja. Die Hälfte unserer Tapeten sind immer noch abwaschbare PVC-Tapeten. Das ist erstaunlich. Diese Tapete gibt pro Stunde, pro Quadratmeter 1 Milligramm ab. Ja? Und das ist ein wildes Gemisch von Dreck dabei. Ja? Wenn Sie diese waschbaren Tapeten haben, dann kriegen Sie den Austausch mit Feuchtigkeit nicht hin. Das wissen Sie doch selber. Gucken Sie, dass diese Plastiktapeten verschwinden dazu, wo immer es ist. Davon, weil sie sind wirklich die Pest. Wenn sie versuchen, Energie zu sparen, dann müssen sie gesunde Materialien einsetzen. Sonst machen sie die falschen Dinge nur perfekt und damit perfekt falsch. Wir verstehen unter Umweltschutz, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen. Schützt die Umwelt, steht in jedem Hotel, verbrauche weniger Wasser, reduziere den Energieverbrauch, ja? Reduziere die Müllmenge. Das ist aber kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung.
dass wenn ich sagen würde, schütze dein Kind, schlag es nur 5-mal anstatt 10-mal. Ja? Oder dein Mann, je nachdem dabei. Verstehen Sie? Das ist kein Schutz, wir machen nur ein bisschen weniger kaputt. In dieser Logik hat die DDR die Umwelt besser geschützt, außer lokalen hohen Belastungen davon, als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Ja. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht kaputt machen, weil sie das Geld nicht dafür hatten. Also wenn Sie von München aus gesehen nach Mailand möchten, dann hilft es Ihnen nicht effizient, nach Nürnberg zu gehen. Ja. Sie müssen erst mal fragen, was ist das Richtige? Und nicht machen Sie das Falsche richtig, dann ist es nur richtig falsch. Wir haben viele so Dinge davon. Ich untersuche Muttermilchproben, und zwar seit ganz langer Zeit, ja, seit 31 Jahren jetzt. Ein Drittel der Chemikalien, die ich in Muttermilch finde, kommen aus dem Baubereich. Ein Drittel davon. Etwa 2800 Chemikalien kann ich in Muttermilch identifizieren. Wie wäre es, wenn wir uns heute mal verständigen und sagen, wir machen Gebäude, die für Muttermilch geeignet sind. Es wäre doch mal was anderes. Anstatt, dass sie sich über Grenzwerte streiten. Ich habe 1984 ein Papier geschrieben über PVC-Weichmacher mit Henning Friege dabei. Ich habe gezeigt, dass diese Weichmacher unfruchtbar machen. Ja. Ja. Ich habe gezeigt, dass sie sich wie Hormone auswirken. Wir haben eine ganz fatale Koalition an den Universitäten, weshalb natürlich die Fachhochschulen so eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir werden an der Universität immer nur für Probleme bezahlt. Solange es Probleme gibt, gibt es Geld. Darum muss ich immer reinschreiben, mehr Forschung ist nötig. Meine Kollegen haben dann geguckt, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird und ob die Schildkröte auch unfruchtbar wird, ob die Zwitterbildung der Schnecken in der Nordsee auf PVC-Weichmacher zurückgeht. Jetzt werden sie verboten, nach über 30 Jahren. Wie absurd. 20% der jungen Frauen haben Schilddrüsenprobleme, hormonell bedingt. Ja. Natürlich ist es nicht der einzige Faktor, die PVC-Weichmacher. Aber es ist ein wesentlicher Faktor. Ein anderer Faktor sind Flammschutzmittel. Davon. Wir müssen doch erst fragen, was ist denn gesundes Material, anstatt einfach nur Energie zu sparen. Ja. Übrigens trotzdem, falls Sie es noch planen dazu, ich kann Ihnen nur sehr empfehlen, sich Kinder zuzulegen dabei, obwohl wir keine einzige Probe finden an Muttermilch nach wie vor, die als Trinkmilch vermarktet werden dürfte. Keine einzige. Ja, es ist viel besser, Kinder zu haben, als man es eigentlich denkt. Und viele Kollegen und Kolleginnen in meinem Alter sind jetzt in ziemlich große Traurigkeit verfallen, weil sie es irgendwie verpasst haben, weil sie es immer rausgeschoben haben, weil immer alles wichtiger war und weil sie immer selber gedacht haben, wie toll sie doch selber sind und wie kann ich denn mit jemand so komischem zusammen sein, wenn ich selber so toll bin. So toll sind wir alle nicht. Also wir sollten uns nicht immer so toll stilisieren, denn dann finden wir auch keinen passenden Partner. Das heißt aber, ich will Ihnen ganz klar sagen, es ist viel schöner, Kinder zu haben, als man es denkt. Ja? Und man hat auch viel mehr Zeit, weil man tatsächlich die Fragen stellt, was wirklich wichtig ist im Leben, was zählt. Also, und es ist immer gut, das Baby zu stillen, weil die Mutter kann sich dabei entgiften, wissen Sie? Also, ich will nur wissen, funktioniert die englische Übersetzung? Also Detox sozusagen. Ja? Mit einem Baby verlieren Sie ein Drittel Ihrer Schadstoffe dabei. Darum ist es gut, immer mindestens 3 Kinder zu haben. Ist nicht ganz korrekt. Also ist nicht ganz korrekt, weil es ist immer nur ein Drittel von dem, was wieder verbleibt dazu, was sie dann lösen. Es ist immer ein Gleichgewicht davon. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe mir in den USA so einen lockeren Vortragsstil zugelegt. Ich war 11 Jahre in den USA gewesen und habe die Zeit sozusagen genutzt, wo ich nicht hier sein durfte, sozusagen, um eben an den verschiedenen Elite-Universitäten zu gucken, wie man Dinge anders gestaltet. Und in den USA denken die Leute, also in Deutschland denken die Leute, Wissenschaft muss langweilig sein, sonst ist sie nicht ernsthaft. Da steht ganz, ganz viel ernsthafte Arbeit von vielen ernsthaften Kollegen dahinter. Aber ich hab mir da so ein lockeres Mundwerk zugelegt. Trotzdem, um es wissenschaftlich korrekt zu haben, es ist tatsächlich besser, als jedes Nestle-Milchpulver für ein Baby gestillt zu werden, aber für maximal 9 Monate. Ja? Weil die Leber und die Nieren funktionieren nicht, also nach 6 Monaten sollte man abstillen. Dadurch rauschen die Schadstoffe einfach durch, die werden nicht verstoffwechselt. Dadurch ist es für das Baby tatsächlich viel besser, gestillt zu werden. Und die Mutter, wie gesagt, kann sich entgiften. Für die Männer gibt es nichts Vergleichbares dabei. Ja? Da müssen wir noch dran arbeiten. Das heißt,
Das heißt, es ist tatsächlich besser, aber nicht wie Leute 3 Jahre Babys stillen, das ist Chemical Harassment. Das ist nicht das, was man wirklich tun sollte. Wir sind gegen sexuelle Belästigung, aber wir sind auch gegen chemische Belästigung. Und da muss ich nicht im Einzelnen nachweisen, ob das giftig ist. Ja, wenn Sie eine Schmerztablette, zum Beispiel eine Aspirintablette nehmen und ein Glas Rotwein trinken, dann ist das so, wie wenn Sie die ganze Flasche getrunken hätten. Weil die Stoffe sitzen in Wechselwirkung miteinander. Das Baby hat ein Recht darauf, dieses Zeug nicht zu trinken. Ja? Es hat ein Recht auf saubere Muttermilch. Auch vielleicht, wenn Sie mir das erlauben, ich möchte auch nicht weiter diese Studien lesen, dass sich irgendwelche Fasern in meiner Lunge auflösen. Dabei sind übrigens diese Studien gemacht worden für Fasern, die nicht beschichtet sind. Da hat die Branche ein Legitimierungsproblem, weil ich atme ja die beschichteten Fasern ein. Nebenbemerkung davon, ich habe ein Recht darauf, dass ich die Faser nicht einatme. Faserhaltige Dämmstoffe müssen so gemacht werden, dass sie nicht eingeatmet werden können. Und das geht technisch. Das ist technisch zu machen. Warum soll ich meine Lunge dafür herhalten, um einen Versuch zu machen, wie sich die Faser möglicherweise mit anderen Belastungen verhält? Ich habe ein Recht darauf, dass ich den Dreck nicht einatme. Technisch geht das. Ich kann es Ihnen gerne auch erklären, wenn Sie irgendwelche Zweifel daran haben. Also, Flammschutzmittel, ja, die rausgehen dazu in Produkten, dazu haben im Baubereich nichts zu suchen. Dabei sollten wir uns aber wirklich angucken, wie hoch ist denn wirklich die Amortisierungszeit? Ja, wenn ich jetzt ein Gebäude dämme jetzt noch, ja, es ist vieles, vieles passiert. Wenn ich jetzt die neue Wärmedämmverordnung nehme, die Leute haben jetzt, sind 70 Jahre alt, haben das Häuschen abbezahlt und jetzt sollen sie plötzlich ihr Gebäude noch dämmen, wenn sie es renovieren. Das ist eine Gemeinheit. Also ich sage Ihnen davon, wenn Sie mir eine Amortisierungszeit sagen, die kürzer ist als 20 Jahre davon, dann gebe ich Ihnen wirklich ein Aus davon. Ich bin eher bei 30 Jahren dabei. Ja, das ist nicht recht. Den Leuten, die jetzt ihr Haus abbezahlt haben, sie zu Schulden zu zwingen, davon bloß damit sie jetzt sozusagen nochmal besser gedämmt haben. Wir sind bei den Gebäudedämmungen an der Grenze angekommen. Wir müssen jetzt zuerst fragen, was ist gesunde Luft im Gebäude? Ich will es Ihnen am anderen Beispiel zeigen. Wir haben in den letzten 200 Jahren die Gesamtfläche Chinas und die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten als landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. Ist das nicht absurd? Davon, wir verlieren 5000 Mal mehr Boden, als neu gebildet wird. Ja, wenn Sie Mais anbauen, verlieren Sie zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Ich meine, das ist doch absurd. Der Boden hat den Kohlenstoff. Ja, also, it's in soil, not in oil. Ja, das ist die überwiegende Menge an Kohlenstoff, ist im Boden. Das heißt, wir müssen als erstes gucken, den Kohlenstoff im Boden zu halten. Das heißt, wir müssen gucken, eine Landwirtschaft zu betreiben, die den Boden erhält. Ist es nicht skandalös, dass wir wirklich 7000 Tonnen Kohlenstoff in den Regenwald haben und dann trotzdem Palmöl machen und den Regenwald dafür abholzen? Ich meine, sowas Albernes. 3 Millionen Tonnen in Europa werden Palmöl für Biotreibstoffe verwendet. Das ist doch krank. Ich meine, wissen Sie, da ist der Donald Trump ein ehrlicherer Lügner einfach. Wir lügen die Leute an dazu, da ist nichts dahinter. Wir verwenden 21% unserer landwirtschaftlichen Fläche für Biotreibstoffe. Wenn wir die Fläche gleichzeitig von Frankreich importieren als Futtermittel. Wie gesagt, wir verlieren zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, wenn wir Mais anbauen. Das ist doch absurd. Also warum sollen wir das letzte Prozent an Wärmedämmung beim Gebäude noch rausholen? Dazu wollen wir ganz andere Maßnahmen halten. Wissen Sie, wir haben heute eine Landwirtschaft, die 10 Kalorien Energie braucht für eine Kalorie Ernährung. Das ist doch völlig absurd. Ja. Die Landwirtschaft zerstört systematisch die Artenvielfalt, den Boden, das Wasser. Und das nennen wir Landwirtschaft. Ich meine, das ist es nicht, das ist eine Zerstörungswirtschaft. Aber wenn Sie Ihren Carbon Footprint minimieren wollen, gebe ich Ihnen einen tollen Ratschlag. Fahren Sie Aufzug. Ja? Für die gleiche Leistung, wie Sie brauchen, sozusagen, um einen Menschen anzuheben, indem Sie die Treppe steigen, dazu brauchen Sie nur 2 Kalorien beim Aufzug. Das ist ein völlig ausbalanciertes System. Also Sie können Ihren Carbon Footprint um das 5-fache senken, wenn Sie Aufzug fahren. Ja. Ist ja toll. Ja. Also wer wirklich seine Umwelt schützen will, muss nur Aufzug fahren. So leicht. Ja. Ja. Verstehen Sie, dann sterben Sie früher und schützen die Umwelt noch mehr natürlich dabei. Ja. Also in dieser Logik. Wir verstehen halt unter Schützen weniger kaputt machen. Ja. Eine Stadt wie Rosenheim, habe ich gelesen, möchte klimaneutral sein. Ich meine, wie albern.
ich meine, wir merken diesen Blödsinn überhaupt gar nicht. Das ist wie bei des Kaisers neuen Kleidern. Klimaneutral. Sie schreiben das alle in den Broschüren, habe ich da draußen auch gesehen. Ja? Ich meine, haben Sie schon mal einen klimaneutralen Baum gesehen? Ja? Einen einzigen. Ein Baum ist nie klimaneutral, er ist gut fürs Klima. Ja? Kommen Sie nach Hause und sagen, ich bin heute kinderneutral. Ja? Was für ein Scheißdreck. Ich meine, wie, ja? Ja? Aber bei klimaneutral rufen Sie alle Hurra. Ja? Ja? Ja, versuchen Sie doch gut zu Ihren Kindern sein, nicht neutral. Ja, ich soll einen Vortrag halten über schadstofffrei, aber ich meine, was habe ich denn geleistet, wenn ich mein Kind nicht geschlagen habe? Ich muss doch gucken, dass ich jetzt gut bin zu meinem Kind. Aber ich so, das fängt mit der Definition dieser Nachhaltigkeit schon an, ja, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Ich meine, was für ein Blödsinn, bitteschön, ja. Kommen Sie nach Hause und sagen Ihren Kindern, ich möchte euch heute nicht schaden. Ja? Wollen Sie nicht gut für Ihre Kinder sein? Ja. Diese ganze Nachhaltigkeit war wichtig, um die Probleme kennenzulernen. Möchte ich ganz schlecht machen. Wir bauen ja auf dem auf. Bloß für uns ist das Glas jetzt halt halb voll, nicht halb leer. Wir nutzen das als Innovationschance. Nachhaltigkeit ist letztlich ein total langweiliges Konzept. Es ist ein Schuldmanagement, was aus der Religion abgeleitet ist. Und es richtet sich nicht gegen Religion, überhaupt nicht. Aber sowohl das Judentum, das Christentum, der Islam gehen davon aus, dass die Menschen böse sind. Und sie können nur weniger schlecht sein. Nur Gott kann sie erlösen. Darum kann ich nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein. Also ich kann nur vermeiden, reduzieren, minimieren. Ich kann nicht gut sein. Und wir übernehmen das sozusagen als Denkweise. Und das wird genutzt, um Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber ich rede nur über eine Innovationschance, nicht über ein Moralthema. Ja. Wer hat übrigens gerade eine Affäre sozusagen? Ich habe gestern ja so ein bisschen geguckt dazu. Also wer hat eine Affäre gerade? So, können Sie die Hand halt heben sozusagen? Ich meine, wir konnten doch gestern Abend sehen, what happens in Rosenheim stays in Rosenheim, okay? Davon, ich sage es nicht weiter und es wird davon auch die Aufzeichnung gelöst dazu, okay? Also heben Sie jetzt bitte die Hand, es müssten jetzt etwa 60, 70 Leute die Hand heben hier, ja? Statistisch gesehen. Naja, also ich meine, wenn, ich kann Ihnen nicht vertrauen, Sie sind nicht ehrlich, Sie lügen wie Donald Trump sozusagen, ja? Ja? Wissen Sie, ich werde eingeladen, hier, weil man mir vertraut, weil natürlich Verlässlichkeit die Grundlage ist. Ich arbeite über 35 Jahre jetzt daran und ich zeige halt, wie sich die Dinge ändern. Aber wenn ich Ihnen nicht vertrauen kann, wie kann ich zu Ihnen eigentlich reden über Neues? Mit einem Bestehendes können Sie mit jedem Schurken verbessern. Sagen wir 10% leichter, 10% billiger, 10% schneller. Ich will nicht sagen, dass jetzt die Schurken hier vorne sitzen, aber das heißt, aber Neues können Sie nur mit Verlässlichkeit und mit Vertrauen machen. Nur dann. Ja. Dann, ich habe mit Ihnen 90% gemeinsam, dann kann ich doch über die restlichen 10% mit Ihnen streiten. Europa ist so innovativ, hauptsächlich, weil es einen Kündigungsschutz gibt zum Beispiel. Ja. Weil in den USA habe ich es mehrmals erlebt, dass jemand sagt, der Vorstandsvorsitzende sagt was und alle anderen wiederholen das. Ja. In Holland ist es so, dass der Vorstandsvorsitzende was sagt und sagt, okay, der hat es schon gesagt, ich habe eine andere Idee. Ja, bei der Firma Nike zum Beispiel hat jemand in einer halben Stunde seine Stelle verloren, nur weil er etwas anderes sagte als Phil Knight aus dem Vorstand, ja? Obwohl es inhaltlich gut begründet war, rufen die Sicherheit dazu. Ja? Das heißt, die Amerikaner sind gut im Vervielfältigen, so wie die Leute in China auch. Aber für Neues braucht es Vertrauen und Verlässlichkeit. Ja? Und mir ist neulich was ganz Furchtbares passiert, da kam der österreichische Wirtschaftsminister an, und er saß hier so in der ersten Reihe und wollte wissen, ob Österreich nicht ein Gradle-to-Gradle-Ländle werden könnte sozusagen oder auf österreichisch Gnödel oder bayerisch Gnödel-to-Gnödel sozusagen, ja? Wie auch immer. Und dann saß er dort und dann sagte ich, lieber Herr Wirtschaftsminister, schön, dass Sie da sind. Davon, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau? Was würden Sie sagen? Ja? Und dann ist er aufgestanden, ist gegangen. Ja? Ich wollte sagen, nachhaltig. Ja? Nachhaltigkeit ist doch langweilig, oder? Ja? Als Holländisch heißt es dürsam. Es dauert lang, ja, und es ist teuer. Oder auf Englisch sustainable, ja, man kann es aushalten sozusagen. Was für ein trauriger Begriff. Ja. Ja, dann ist er gegangen, weil am Tag vorher stand in der Zeitung, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte. Ja. Und das wusste ich ja nicht. Und darum musste ich jetzt fragen. Ja. Und darum musste ich sie halt fragen. Und jetzt
konnte ich jetzt niemanden direkt angucken dazu, weil sie mich alle angelogen haben. Darum kann ich auch nur meinen zweitbesten Vortrag halten. Ich kann ihnen ja nicht vertrauen, also davon ist klar. Das heißt, schauen wir uns doch mal an, was der Hintergrund ist. Wir reden über Energie, aber die Materialseite ist viel kritischer. Wir müssen jeden Tag 2 Gramm Phosphor aufnehmen und 2 Gramm Phosphor abgeben. Sonst können wir keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern im Körper. Ja. Phosphor ist viel seltener als Öl und Phosphor ist hochkontaminiert. Wir haben in den letzten 20 Jahren 15.000 Tonnen Uran auf unseren Feldern verteilt als Kontamination aus dem Dünger. Ja. Es geht viel mehr Radioaktivität in die Umwelt, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Ja. Und das macht Leukämie bei Kindern, diese Hintergrundstrahlung. Wir können natürlich nachher Knochenmark spenden davon, aber das ist nicht das, was wir wirklich sollten, oder? Das heißt, der Dünger ist hochkontaminiert und wir hängen von 2 Ländern ab, die 70% der Welt Phosphorvorräte kontrollieren. Naja, können Sie sich vorstellen? Diese Religionsgeschichte hat für uns Auswirkungen und nicht, also wie gesagt, ich bin selber gut katholisch, das ist nicht irgendwie gegen irgendeine Religion gerichtet, aber wir sollten schon gucken, dass diese Denkweise von Schuld und von weniger schlecht kein Zukunftsmodell ist. Wie sehr wir denken, dass es besser ist, dass wir gar nicht da sind, sozusagen, hat auch die Umweltbewegung sehr stark geschaffen. Der Club of Rome sagt, wir sollten jeder Frau, die nur ein Kind hat, $50.000 bezahlen, damit wir die Überbevölkerung stoppen. Das heißt aber, ich schaue mir jeden Menschen an und sage, naja, es wäre besser, es gäbe dich eigentlich gar nicht. Ja? Wenn man die Existenz von Menschen in Frage stellt, dann werden sie raffgierig und feindselig. Ja? Wenn die Menschen gemocht sind, und das konnten sie gestern Abend sehen, wenn einfach so viel Sympathie einfach da ist und so viel Wärme und Gastfreundschaft von ihnen dazu, dann sind Leute großzügig und freundlich. Ja? Dann sind sie einfach, dann freuen sich, wenn es dem anderen auch gut geht. Ja? Und darum ist eine Frage, wir brauchen eine Kultur der Großzügigkeit, nicht der Vermeiden, Sparen, Verzichten, Reduzieren, Schuldmanagement. Das sage ich nicht, dass Sparen nicht wichtig ist, aber nicht mit schlechtem Gewissen, sondern weil ich spare deshalb, weil ich mich freue, dass es anderen dann auch gut geht. Ja? Das ist was anderes. Beim Phosphor wird das so richtig klar. Es gibt kein Biosiegel in der ganzen westlichen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurück dürfen. Ja? Ich muss jeden Tag Phosphor aufnehmen und abgeben, aber es ist nur Bio, wenn meine eigenen Fäkalien nicht zurück dürfen. Ist das nicht total traurig? Ich habe das erst begriffen, als ich 2 Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land ist, zum Essen eingeladen ist, dann erwartet man bis heute auf dem Land, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt nach dem Essen, ja, weil es gilt jetzt unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Weil man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja? Das heißt, das ist ein völlig anderes Denken und das fehlt uns völlig. Ja? Dieses Denken in Kreisläufen müssen wir uns mühsam anerziehen. Ja? Darum haben wir so Schwierigkeiten, dass die Leute zum Beispiel von Schüko, und Schüko ist jemand da, habe ich vorher gesehen dazu, ja. Hallo. Ja. Schüko hat, wenn ich es richtig weiß, 128.000 Tonnen Aluminium, ja, das sie jedes Jahr verkaufen. Aber niemand braucht dieses verdammte Aluminium. Ja. Ich brauche nur Durchgucken und Wärmedämmung. Ja. Wenn Sie den Preis von Aluminium nehmen, würde die Firma Schüko jedes Jahr 200 Millionen reicher werden davon, wenn Sie nur die Nutzung des Aluminiums abgeben würden. 30 Jahre Aluminiumnutzung. Das heißt, dieses Denken fehlt uns komplett. Ja. Es ist nicht da. Ich kann es Ihnen daran zeigen, selbst Demeter-Landbau verliert 2 Tonnen Boden im Durchschnitt gesehen pro Hektar. Und ja, also Biolandbau, weil unsere eigenen Nährstoffe nicht zurück dürfen. Das ist noch nicht mal nachhaltig. Ja, im Biolandbau ist nichts von Artenvielfalt drin. Das ist ein romantisierender Biobegriff von vor 100 Jahren. Der hat mit der Zukunft gar nichts zu tun. Wir brauchen ein neues Bio, ja, wo ganz aktiv die Artenvielfalt unterstützt wird. Wir brauchen eine neue Landwirtschaft, nicht das Bestehende fortzuschreiben. Wir verarbeiten die Dinge, wir lagern sie ab und dann kommt jetzt die Circular Economy. Was für ein Blödsinn, Kreislaufwirtschaft. Das gab es, das wissen Sie, die Älteren unter uns wissen das, das gab es Anfang der 80er Jahre schon. Ja? Ja? Kreislaufwirtschaft ist nichts anderes als lineares Denken im Kreis. Ja? Ja? Verstehen Sie? Das ist doch albern. Eine digitale Welt kennt keine Kreisläufe, sie kennt nur Räume. Ja? Es sind Räume, es ist die Biosphäre und die Technosphäre. Immerhin ist es von uns inzwischen übernommen. Wir haben gesagt, es gibt einen Unterschied. Chrom ist oder Mangan oder Kobalt ist extrem giftig, wenn es verwendet wird in Druckerzeugnissen.
dazu, weil es dann in die Umwelt gelangt, mit über das Toilettenpapier oder sonst was dazu. Ja? Zum Beispiel die Firma Knauf, davon ist eine wunderbare Firma, hat ein wunderbares Naturprodukt. Davon Gips ist ideal als Cradle-to-Cradle-Material. Aber warum machen Sie das mit dem verdammten Altpapier dabei? Weil das Altpapier ist nie für Recycling gemacht worden. Ja? Davon, damit kontaminieren Sie das ganze Gebäude unnützerweise und sagen, oh ja, es ist recycelter Karton dafür. Ja? Die Dinge sollten nur recycelt werden, wenn sie für Recycling entwickelt worden sind. Sonst mache ich nur die falschen Dinge perfekt und damit perfekt falsch. Circular Economy, wie lächerlich. Nein, heute Waschmaschine, morgen Autoteil, übermorgen Computer, dann ist es ein Möbelstück. Sonst hänge ich ja mit dem Zeug fest für immer. Ja? Davon, das ist ein Raum davon. Und in der Technosphäre ist Chrom und Mangan und Molybden ein wunderbares Material. Es muss aber so gestaltet sein. Sie nähern sich dann an und dann frage ich, warum macht er da unten noch diese Pfeile über Minimieren, Reduzieren, Vermeiden? Sie sagen, ja, dann sieht es eher aus wie ein Schmetterling. Ja? Na toll. Ja? Also es wird aber. Aber die Circular Economy wird uns nicht die Probleme lösen. Im Gegenteil, sie perfektioniert das Bestehende. Und machen wir uns doch nichts vor. Ich meine, wir haben viele Ingenieure hier. Ich meine, wie soll ich einem jungen Menschen erzählen, er soll Ingenieur werden, wenn wir von 41 seltenen Elementen, die im Mobiltelefon drin sind, genau 9 zurückgewinnen? Ich meine, so krank geht es doch gar nicht. Ich meine, das ist eine Bankrotterklärung an Ingenieure. Da brauche ich kein Umweltwissenschaften oder sonst was und kein schlechtes Gewissen. Das ist einfach schlechte Ingenieurkunst. Ja. 9. Und da ist kein Indium dabei, da ist kein Gallium drin, da ist kein Germanium. Alle wirklich seltenen Sachen werden nicht zurückgewonnen. Und das nennt sich Recycling. Da ist Donald Trump der ehrlichere Lügner. Verstehen Sie? Der lügt die Leute ehrlich an. Da weiß ich, wenn er das Maul aufmacht, lügt er die Leute an. Dann weiß ich, wo ich dran bin. Aber wir reden, die Telekom macht diese tolle Werbung, ich soll mein Handy zurückgeben, damit es recycelt wird. Ja? Was für eine Lüge einfach. Ja? Im Baubereich, wissen Sie, Mercedes hat 46 Stahllegierungen. Ja? Davon, beim Herstellen entstehen schon 42% Stanzabfall. Ja? Was machen die Leute daraus? Ich meine, wie dumm, Baustahl. Ja? Ich meine, wie kann man sich da kann man sich doch nur in Grund und Boden schämen, wenn man diese ganzen Stahllegierungen zu Baustahl verarbeitet. Ja? Das ist so ähnlich, wie wenn Sie ein schottisches Hochland Rind zu Hamburgern verarbeiten. Verstehen Sie, dümmer geht es doch gar nicht. Das ist eine Bankrotterklärung an unsere Ingenieurskunst. Komplett. Und es ist ja nett, sich über Plastiktüten zu unterhalten. Ja? Die EU macht ein tolles Programm, dass wir in 10 Jahren von 200 Plastiktüten auf 40 Plastiktüten kommen wollen. Ja? Ist doch toll, oder? Ja, wir wirklich ändern was doch. Ja? Schauen Sie. Geht es nicht mehr weiter? Schauen Sie, all diese Buntmetalle sind verloren. Alle. Und es ist ja schön, dass wir uns über Müll unterhalten. Aber wir haben in Hamburg eine einzige Kupferhütte, die macht viermal mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Ja. Als ich ein Kind war, hatte ein Kupfererz 3,5%. Jetzt sind wir bei 0,1% und nennen das ein Kupfererz. Ja. 99,9% sind Abfall. Ich meine, die Kupferrecyclingrate dank Ihrer Branche dazu war noch nie so gering. Gar nie in der Menschheitsgeschichte. Dabei braucht niemand dieses verdammte Kupfer. Ich brauche nur die Nutzung des Kupfers. Ja. Aber dadurch, dass wir immer effizienter sind, sind die Kupferteile immer kleiner und es lohnt sich nicht mehr, sie zurückzugewinnen. Ja? Die Effizienzsteigerung, Sie reden natürlich immer von Effizienz, Ressourceneffizienz, davon, was für ein Blödsinn. Ich muss zuerst fragen, was möchte ich effizient machen? Wenn ich effizient nach Mailand gehe, wenn ich doch eigentlich nach Nürnberg möchte, dann hilft mir das gar nichts. Ja? Das heißt, diese bunten Metalle sind alle verloren. Ja? Alles, einfach weg. Ich war 1999 in der Türkei gewesen, dort sind 20.000 Leute gestorben beim Erdbeben mittlerer Stärke. Und wir haben dann so ein bisschen arrogant gesagt, ja, die Türken sind zu dumm, richtig Häuser zu bauen, haben zu wenig Stahl reingepackt. Ich war dort, ich habe den Baustahl untersucht, der hatte bis 2,2% Kupfer drin. Wenn ich 0,5% übersteige, bricht der Stahl wie ein Osteoporoseknochen. Das ist ein Stahlgift. Was machen wir in Westeuropa? Wir verdünnen den Autostahl mit Neustahl, damit wir die Kupfergehalte gering halten. Aber bei all ihren Gebäuden ist das Kupfer genauso weg. Ja? Und das Mangan und das Kobalt und das Molybden, alle die seltenen Buntmetalle. Mein Gott, ich würde mich so schämen dafür, so Ingenieur zu sein und sowas den Leuten auch als Recycling zu verkaufen. Die Branche sagt, ja, wir recyceln den Stahl. Stimmt doch gar nicht, das ist ein massives Downcycling. Ja? Ich meine, wir sind ganz am Anfang. Wie soll ich jungen Leuten sagen, dass sie da mitmachen sollen? Ja? Bei solchen Schweinereien. Ja?
In der Türkei sind 1999 7 Millionen Autos zu Baustahl recycelt worden, die allein aus den USA kamen. Weil in den USA ist es illegal, alte Autos zu Baustahl zu machen wegen der Erdbebengefahr in San Francisco. Darum exportieren die Vereinigten Staaten eben ihre Probleme woanders hin. Eben in die Türkei sind 7 Millionen Autos gegangen. Kann jeder nachprüfen. So sieht es aus mit Kupfer. Ja. Das heißt, wir haben jetzt bis zu 2000 Tonnen Abfall für eine Tonne Kupfer. Ja. Das heißt, 1 Million Tonnen Kupfer macht 2 Milliarden Tonnen an Abfall dabei. Dann sind wir bei Null Emissionen. Haben Sie schon mal einen Null-Emissionen-Baum gesehen? Ja, Null Emissionen. Ja. Ja, klimaneutral. Ich meine, wie doof. Ich meine, diesen ganzen Quatsch reden die Leute immer nach davon, dass sie können nur klimaneutral sein, wenn sie nicht existieren. Also München möchte 2050 nicht mehr existieren. Ja? Toll. Ja. Das grünste Haus ist das, was gar nicht gebaut wird. Na toll. Lauter Schuldmanagement. Das ist pseudoreligiöses Schuldmanagement. Darum ist die Grundfrage, sind wir zu viele auf der Welt? Und dann schauen Sie sich an, die Biomasse der Ameisen ist etwa 4-mal höher als die der Menschen. Alle Ameisen auf die Waage sind 4-mal mehr Gewicht. Und weil die Ameisen nur 3 bis 6 Monate leben im Durchschnitt und weil die Ameisen eben sie nie Aufzug fahren, diese Schweine, ja, die arbeiten körperlich viel härter als wir, ja, im Durchschnitt gesehen, entsprechen sie in ihrem Biomasse, in Kalorienverbrauch 30 Milliarden Menschen. Wir sind nicht zu viel, wir sind nur zu dumm. Ja. Und die Hauptbranche, die zu dumm ist, ist die Bauindustrie, das muss man ganz offen sagen, ja. Ich meine, das ist der Hauptmaterialumsatz davon. Aber da sind wir mit der Nachhaltigkeit. Die ganze Nachhaltigkeit, die Sie in Ihren Broschüren überall schreiben, macht den Kunden zum Feind. Die sagt, wenn du es gar nicht baust, ist es noch besser. Ja? Musst du es wirklich haben? Kannst nicht noch ein Jahr warten? Ja? Reduzieren, vermeiden, minimieren dazu. Die ganze Nachhaltigkeitsbranche will auch gar nichts mehr ändern. Das ist 7 Milliarden Euro an Beratungsgeschäft allein. Die machen ihre jährliche Konferenz und dann optimieren sie das Bestehende. Ich habe gerade eine Arbeit in Ägypten betreut. Ja, da liegt meterhoch Plastik rum und es lohnt sich trotzdem nicht, das einzusammeln, weil die Folien sind jetzt so dünn, dass es sich einfach nicht lohnt, sie zu waschen. Ja, das Waschen ist teurer für die Folien als das Einsammeln, ja, also als der Wert des Plastiks. Ich habe die falschen Dinge perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Ja? Anstatt zu fragen, was ist die richtige Verpackung für ein Land wie Ägypten. Ja? Darum geht es nicht um Effizienz, es geht um Effektivität. Ja? Ich sage, okay, ich habe schon 20% erreicht bei Schüko, um mal das wirklich gut ist, was zu sagen über Schüko. Hören Sie zu, junger Mann. Ja? Die sind schon mindestens bei 40% von dem, was man eigentlich erreichen kann. Und jetzt ist es anders. Je mehr du kaufst, desto schneller kommen wir voran. Ja? Darum ist das Kaufen was Gutes. Der Kunde wird mein Freund, er wird ein Change Agent. Er hilft mir, das Unternehmen schneller zu ändern. Ja? Und nicht zu sagen, vermeiden, sparen, verzichten, damit treibe ich die Leute nur aus dem Geschäft raus. Ja? Ich will Ihnen noch mal erklären, schauen Sie sich diesen Kirschbaum an, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Natürlich die richtigen Energiequellen und natürlich die anderen Lebewesen zu unterstützen. Welches Gebäude unterstützt andere Lebewesen? Es ist sicher sinnvoll, davon Öl und Gas einzusparen und Kohle. Das ist schon richtig. Aber dafür sind wir zu viele, nur weniger schädlich zu sein. Wenn Sie in Schweden sind, ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. Aber wenn Sie hier entlang der Isar oder dem Inn oder der Donau laufen, dann ist jeder Fußabdruck ein kleines Feuchtgebiet. Warum wollen wir nicht den großen Fußabdruck haben, der aber ein Feuchtgebiet wird? Ich will Ihnen nochmal den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität erzählen. Effizienz gestern Abend wäre eine Tablette mit Rosenheim-Geschmack gewesen und ein Glas Wasser. Das ist Effizienz. Ja? Von Effektivität ist ein schönes Abendessen, wo man sich unterhält. Ich habe Leute getroffen, die ich über Jahrzehnte nicht mehr gesehen habe. Und das ist das, der Austausch, das untereinander sich kennenzulernen, sich zu vertrauen. Das ist für Neues, ist die Bedingung dafür. 50 Rosen zum Beispiel, ja, wenn Sie Ihre Frau geärgert haben, davon, es geht auch inzwischen umgekehrt, davon 50 Rosen völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja. Probieren Sie es aus. Ja. Stellen Sie sich Mozart, das Köchelverzeichnis, in einem Ton vor. Ja. Ich stampfe ab und zu auf den Boden, weil da hinten schlafen wieder schon ein paar ein dazu. Wieder. Ja. Kunst ist nie effizient und Kultur. Ja. Van Gogh völlig ineffizient, aber effektiv. Oder nehmen Sie sich dazu, eine Frau isst während ihres Lebens 6,3 Kilogramm Lippenstift. Völlig ineffizient, ja, aber ganz und gar effektiv, wie ich es auch hier im Raum sehe dazu. Ja. Ja?
Sehen Sie, es geht um Effektivität, nicht um Effizienz. Darum gibt es zwei Bereiche und das sind keine Kreisläufe, auch wenn sie so dargestellt sind. Das sind Räume. Alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, müssen so gemacht werden, dass sie in biologische Systeme gehen. Ja? Was ist? Die Autoreifen halten heute doppelt so lange im Verhältnis zu vor 30 Jahren. Über die Hälfte des, des Plastiks, Mikroplastiks in der Elbe dazu ist von Reifenabrieb. Vorher blieb es auf der Straße, jetzt wird es eingeatmet. Es werden 470 Chemikalien verwendet dazu, um Autoreifen herzustellen. Am Mittleren Ring in München haben 20% der Leute schwere Lungenfunktionsstörungen davon, weil dieser Feinstaub auch von Bremsbelägen, von Kupplungsscheiben davon nie für Einatmen entwickelt worden ist. Ja. Wissen Sie, dann steht drauf, um nicht immer VW zu sagen, immer Ford, da steht drauf, diese Bremsbeläge sind frei von Asbest. Na toll. Dann frage ich, was ist stattdessen drin? Bei Knorr-Bremse, die jetzt gerade in die Börse gehen, frage ich, was ist denn drin in euren Bremsen? Und sagen die, wissen wir nicht. Und das ist, hier habe ich gerade vorher auch erlebt, wissen wir nicht, was drin ist. Wir beziehen das ja vom Lieferanten. Ja? Digitale Welt funktioniert nicht mit wissen wir nicht. Das funktioniert nur mit wissen, was es ist. Ja? Und was ist in den Bremsbelägen drin? Anstatt Asbest ist jetzt Antimonsulfid drin. Das ist viel stärker krebserzeugend. Das ist so, wie wenn Sie zum Essen einladen und sage, es ist frei von Hähnchen. Das hilft Ihnen auch nichts. Ich muss in der digitalen Welt festlegen, was drin ist, nicht was nicht drin ist. Und das heißt, alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Waschmittel, müssen so gemacht werden, dass sie in die Biosphäre gehen. Die Biosphäre unterstützen, nicht nur nicht giftig sind. Dinge, die nur genutzt werden, wie Waschmaschinen, wie Fernseher, müssen in die Technosphäre. Ich habe damals in Rosenheim vorgestellt, wie ich einen Fernseher auseinandergebaut habe, wo ich 4.360 Chemikalien gefunden habe. Und habe ich gefragt, wollen die Leute 4.360 Chemikalien haben oder möchten sie Fernsehen gucken? Ja? Da wurde ich als Ökokommunist ursprünglich beschimpft noch, ja? Weil das Eigentum war die Religion sozusagen. Ja? Das heißt, es sind Räume, es ist die Biosphäre und die Technosphäre. Und das ist gelungen umzusetzen mit Cradle to Cradle, dass die Leute begreifen, dass ein Schwermetall wunderbare Eigenschaften in der Technosphäre haben kann, aber in der Biosphäre bitte nicht verwendet wird. Wir brauchen verschiedene Sichtweisen dazu. Ich will Ihnen nur kurz unser Institut darstellen, weil wir brauchen, was die Leute in China, in Afrika, in Lateinamerika machen, hier auch. Look at a cherry tree in spring. No reduction, no avoidance, no minimization. But all the materials are beneficial. The cherry tree only makes a handful of cherries actually, but with hundreds of blossoms. And all the materials are designed to go back in the biological system. I think we're not too many. It depends what those 9 billion people are doing. The cherry tree makes soil, makes oxygen, cleans the air. It's not toxic, it's not dangerous. No, it's the opposite. It's all nutrition. And what we do, we make the wrong things perfect, and then they are perfectly wrong. If you think about ants and termites, there's 4 times as many, but they don't cause the problems because they produce nutrients and not waste. They convert biomass into nutrients, so why shouldn't we be able to do the same? Cradle to Cradle divides products into 2 spheres, a technical and a biological one. We have to redesign products. On the technical side, we have materials such as metals that can be used forever, like in chairs and wash machines. The biological side, we have products that dissolve back into nature, like cosmetics or the natural fiber textiles. If these 2 spheres stay separate, the concept of waste will be obsolete. So instead of reducing our footprint, let's rethink for a positive footprint. Cradle to Cradle now becomes a friendly tsunami. Yeah. And hundreds of young designers are doing Cradle to Cradle now. I want that the money I give for a product brings positive impact for the society. I'm optimistic because I think everything is going in that direction. It's never too late to stop to make stupid things. Yeah, watch your head. Ich habe Ihnen den Film hauptsächlich gezeigt, damit Sie sehen, ich schaffe es ab und zu auch zum Friseur. Also. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen will, ist, achten Sie, ich wollte auch die Übersetzer ein bisschen entlasten natürlich, weil ich doch ein bisschen schnell rede. Tut mir leid, ich werde mich bessern.
Und zum Dritten wollte ich Sie daran erinnern, dass 3D-Druck ein massives Feinstaubproblem hat. Ja, also wenn die Leute immer da sitzen an der Uni und gucken dann zu dabei, das ist eine ziemliche Gemeinheit. Also achten Sie darauf. Also, es geht nicht mehr um Nachhaltigkeit. Das war wichtig, um die Probleme kennenzulernen. Es geht auch nicht mehr um Kreislaufwirtschaft. Ich habe dafür plädiert, dass es Kreislaufwirtschaft auf EU-Ebene heißt. Damit eben auch Länder wie Bulgarien, Rumänien, Litauen, Estland, Polen, die nie eine Umweltdiskussion hatten, auch an das EU-Geld kommen. Aber in Deutschland ist das fatal. Es führt dazu, auch in Holland, dass die Leute jetzt, Wienerberger hat wunderbare, saubere Baustoffe gemacht. Jetzt kommen sie an und fragen, ob man jetzt vielleicht wieder die Flugasche wieder in den Baustoff reinpacken kann, weil es denn eine Kreislaufwirtschaft sei. Ja? Nein, die Zutaten müssen positiv definiert werden. Und das ist nur, Kreislaufwirtschaft heißt nicht, den Sondermüll irgendwo anders unterzubringen. Ja. Es geht also um Innovation, um Qualität, um Schönheit. Das ist alles. Ja. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Ein Gebäude, wo die Luft im Gebäude schlechter ist als draußen, hat nur ein Qualitätsproblem, sonst nichts. Ja. Ich brauche keine Moral mehr dafür. Für die jetzige Selfie-Generation ist das toll. Jemand, der einfach Müll macht, ist nur noch ein Idiot. Für junge Leute ist die brauchen keine Moral mehr, sie brauchen nur Selbstanerkennung. Das ist ganz spannend. Und wenn Sie Leute haben wollen, die auf sich stolz sein wollen, dann machen Sie andere Gebäude. Ja? Und dann kriegen Sie auch die besten jungen Leute. Für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Und echte Innovation ist nicht nachhaltig, sonst wäre sie keine. Also meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen, in der Jagd in Baden-Württemberg, als sie 8 Jahre alt war, haben ihre Eltern gesagt, du bist jetzt zuständig für die Wäsche. Und dann ist sie 100 Meter runtergefahren, praktisch Höhenunterschied, ins Jagdtal, an das Wehr, in Mulfingen, wo EBM Papst zum Beispiel sitzt, mit den Ventilatoren. Übrigens, niemand braucht diese verdammten Ventilatoren. Ja. Ich brauche nur die Luftqualität. Was jetzt passiert ist, jetzt gehen die hin und verkaufen ihre Ventilatoren. Und 2 Jahre später ist der Nachbau schon auf dem Markt, sogar mit Markennamen drauf. Und dann sagen die, oh, EBM Papst ist auch nicht mehr so gut, wie sie mal früher waren, weil ihr Nachbau das Markenimage kaputt macht. Ja. Anstatt 10 Jahre einen wartungsfrauen Ventilator zu verkaufen als Dienstleistung, ja, dann könnte niemand dieses Zeug nachbauen. Ja. Dann könnten auch die besten Materialien verwendet werden und nicht das billigste. Also, dort ist EBM Papst und dort stand meine Mutter mit 8 Jahren, stand sie auf dem Wehr, ist ausgerutscht, hat sich mehrmals verletzt dazu. Ja. Sie hat Schrammen gehabt, das ganze Leben lang hatte sie Rückenprobleme, deshalb, weil sie da ausgerutscht ist auf dem Wehr öfters, weil es eben glitschig war. Im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter war sie blau gefroren davon. Als die Eltern sich eine Waschmaschine zulegen konnten, war sie 23. Ja. Es gäbe mich heute gar nicht, wenn sie sich keine Waschmaschine hätte zulegen können. Ja. Sie hatte noch 10 jüngere Geschwister danach und hat diese nasse Wäsche immer mit einem Leiterwagen hochziehen müssen. Das war nicht nachhaltig, als die Eltern sich eine Waschmaschine zulegen konnten. Sie hat sofort ihre Stelle verloren, zum Glück. Ja, echte Nachhaltigkeit ist nicht, echte Innovation ist nie nachhaltig. Das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute mit stationären Telefonen, oder? Also hören Sie auf mit dieser Nachhaltigkeit. Sie stabilisieren das Bestehende und macht es damit gründlich falsch, wenn es falsch ist. Es geht um Schönheit. Ja, es ist nicht schön, wenn die Leute kein Auskommen dabei haben. Es geht also um Qualität, Innovation und Schönheit. Darum geht es um eine Triple Top Line, nicht eine Triple Bottom Line. Wir können gut sein für die Wirtschaft, wir können gut sein für die Gesellschaft und wir können gut sein für die Umwelt. Wir müssen nicht weniger schlecht sein. Wir können Gebäude jetzt machen, wo die Luft im Gebäude besser ist als draußen. Es braucht nur Sie dafür. Und das sind die Fenster und die Fassaden von zentraler Bedeutung. Niemand braucht eine Haustür. Niemand braucht den Wintergarten. Warum, bitteschön, verkaufen Sie die Sachen? Dann verwenden Sie immer den billigsten Dreck dafür. Das geht eigentlich nicht. Gut, wenn Sie es verwenden und sagen, es ist Qualität, jetzt ist es jetzt eloxiert oder sonst was, dann machen die Leute ein bisschen mit. Aber wenn Sie nur die Nutzung verkaufen würden, eines Wintergartens für 20 Jahre, dann könnten Sie viel schönere und bessere Materialien einsetzen. Es ist bis heute in Deutschland kein einziges Fenster jemals recycelt worden. Kein einziges. Ja. Das ganze Fensterglas geht irgendwo dann in ein Downcycling rein. Wenn die ganze Branche mit Fenstern, mit Türen, mit Fassaden, mit sonstigen Dingen steht doch erst am Anfang. Darum ist es ein Triple Top Line.
die Biosphäre und die Technosphäre. Fangen Sie mit einfachen Dingen an. Ein Deutsche Bahn Toilettenpapier kontaminiert mit einem Kilo Toilettenpapier über 1,2 Millionen Liter Wasser über den Trinkwassergrenzwert, weil diese verdammten Papierchemikalien nie für Recycling gemacht worden sind. Hier, die Firma Gugler hat zum ersten Mal jetzt Papier, und das ist wichtig, weil Papier spielt im Baubereich eine zentrale Rolle, also Zellstoff davon. Davon hat zum ersten Mal Papier, was für die Biosphäre geeignet ist. Österreich ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Die Devise lautet: Take, make, waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert die Natur. Ein Kirschbaum produziert unendlich viele Blüten. Ist die Blütezeit schließlich vorbei, fallen die Blütenblätter zu Boden. Sie bilden dort aber keine Müllberge, sondern fließen vollständig als Nahrung in den Kreislauf der Natur zurück. Alle Ressourcen bleiben erhalten und können wieder und wieder genutzt werden. Das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip funktioniert ganz genauso. Ziel ist es, immer mehr Materialien in Stoffkreisläufen zu führen. Dafür müssen Produkte aber von Anfang an auch so gestaltet werden, dass sie am Ende des Lebenszyklus wieder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf zurückfließen können. Mittlerweile gibt es schon viele Produkte, die dafür noch einmal neu erfunden wurden. Von Fernsehern über Couchbezüge und Teppiche bis zu Shampoo, T-Shirts und Klopapier. Ganz neu in diesem Kreis sind Cradle-to-Cradle-Druckprodukte. Dafür wurden sämtliche Inhaltsstoffe auf umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken untersucht und bei Bedarf ersetzt. Und jetzt sind Papier, Farben und Zusatzmittel endlich so beschaffen, dass ein ganzheitliches Recycling möglich ist. Nicht nur der Zellstoff kann wieder in den Kreislauf zurück. In Zukunft könnten sogar die Klärschlämme als Dünger oder für den Humusaufbau verwendet werden. Und wenn dieser Humus nicht gerade auf einem Acker landet, dann wachsen darauf ja vielleicht wieder einmal Bäume, die den Zellstoff für neues Papier liefern. Cradle-to-Cradle-Druckprodukte könnte man sogar direkt kompostieren. Und wenn sie verbrannt werden, ist die Asche auch noch gut für den Gemüsegarten. Mit Cradle-to-Cradle können wir den Kreislauf schließen. Und mit Gugler können auch Sie jetzt genauso drucken, wie die Natur drucken würde. Los geht's, machen wir endgültig Schluss mit Ressourcenvernichtung. Starten wir gemeinsam die nächste Druckrevolution. Also, wir müssen positiv definieren, was drin ist. Und ich weiß, jetzt werden immer mehr Nachhaltigkeitsberichte in Asien gedruckt, davon, weil es einfach ein bisschen billiger ist. In der Schweiz sind in den letzten 2 Jahren fast 2/3 aller Druckereien verschwunden, weil jetzt die Standarddruckerzeugnisse, selbst die Broschüren, die den Zeitungen beigelegt werden, Kalender, Monatszeitschriften, werden jetzt in Asien gedruckt, werden hier eingeflogen, es ist billiger. Ein IKEA-Katalog, der vor 30 Jahren gedruckt wurde, hatte etwa 90 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung des Materials ausschließen. Ja. Heute hat der Katalog etwa 50 giftige Stoffe drin.
Aber wo ist jetzt bitte der Unterschied, ob ich 50 Mal oder 90 Mal erschossen werde? Ich habe viel Geld ausgegeben und habe nur ein bisschen weniger schlecht erreicht. Durch Arbeitsschutz, durch Gewerkschaften, durch Gesetzgebung ist das ein bisschen weniger schlecht. Wenn der Katalog jetzt in Asien gedruckt wird, dann hat er wieder 90 giftige Stoffe und wir machen daraus dann wieder die Gipskartonplatte. Ja, ich meine, das ist doch albern. Wir müssen doch fragen, was ist gesundes Material davon? Und jetzt, wie dank Googler, können wir endlich Materialien machen, die perfekt für die Biosphäre sind. Mit einer Pizza essen Sie ein Drittel einer Visitenkarte mit. Ja. Was macht dafür die BASF? Sie macht eine Sperrschicht jetzt für die Kartons, damit die Druckchemikalien nicht übergehen. Sie machen die falschen Dinge perfekt davon. Ja. Darum ist es doch, dann ist das Papier, der Karton natürlich umso schlechter zu recyceln, weil der Kunststoff als Sperrschicht natürlich immer dann stört zusätzlich. Darum, wir müssen positiv bestimmen, was drin ist. Wenn Sie nur Ihre ganzen Druckerzeugnisse, Sie müssen nur sagen, liebe Drucker, wir haben jetzt die Leute zusammen, es geht jetzt, kompostierbares Papier zu haben. Dann hat die Firma Knauf natürlich ganz recht und die anderen auch, wenn sie Gipskartonplatten mit Altpapier machen. Das ist das Richtige, was die machen. Aber nicht das Falsche richtig zu machen, sondern zuerst fragen, was ist gesundes Material. Schauen Sie, dieses Buch hier hat ein Vorwort von Bill Clinton. Das ist das erste Buch in der Menschheitsgeschichte, was für die Neonazis gedruckt worden ist. Ja. Ich meine, wenn Sie 20% in Dresden Leute haben, die mit rechtsradikalen Denkweisen sympathisieren, dann müssen wir auch an unsere Feinde denken, ja, auf jeden Fall. Ja. Wissen Sie, die verbrennen doch so gerne Bücher. Jetzt können Sie mit gutem Gewissen Bücher verbrennen. Ist doch toll, oder? Also, was ich Ihnen damit sagen will, es geht um Innovation. Mit Neonazis kommt man am besten zurecht, indem man sich über sie lustig macht. Also ein Neonazi ist natürlich für die Umwelt viel besser als ich zum Beispiel, weil durch seine extreme Glatze braucht er kein Haarwaschmittel und kein warmes Wasser. Ja? Also gegenüber Ihnen da hinten sind es 7000 Liter warmes Wasser dazu. Ja? Also wenn Sie Ihren Carbon Footprint minimieren wollen, da gibt es eine Chance, Glatze. Ja? Das heißt, wir können die Dinge jetzt anders machen. Wenn Sie zum Beispiel auf diesen Stühlen sitzen, davon die Zuschnitte in der Möbelindustrie sind so giftig, dass sie als Sondermüll entsorgt werden müssen. In der digitalen Welt müssen Sie definieren, was drin ist, nicht was nicht drin ist. Wir haben essbare Bezugsstoffe entwickelt, das heißt, die Zuschnitte können als Torfersatz in Gärtnereien gehen. Wir suchen alle Zutaten raus. KLM waren die ersten gewesen, aber inzwischen dominieren die den Flugzeugsektor und die können in der Schweiz fertigen, verstehen Sie, weil sie einfach ein besseres Produkt sind. Wesensmäßig besser, nicht ein bisschen weniger schlecht. Ja, sie sind etwa 20% günstiger auch, eben, weil sie positiv definieren, was drin ist. Damit ist der Arbeitsschutz viel einfacher. Wir können natürlich Putzmittel dafür einsetzen, aber diese Putzmittel sind noch ganz am Anfang. Wir könnten jetzt Fassaden reinigen, machen und sie beschichten mit dem Putzmittel, so wie Sie es kennen von der Spülmaschine, damit die Gläser nicht verkalkt aussehen, kennen Sie doch. Ja? Dieses Zeug ist nicht unbedingt unproblematisch für unsere Schleimhäute davon. Aber wir können Fassaden beschichten, so dass sie Feinstäube an sich binden. Ja, dann ist jedes Fassadenreinigen direkt vom Steuerzahler bezahlt werden, weil es den Feinstaub dazu rausnimmt. Wir können Unterbodenschichten machen von Autos, dass sie aktiv Feinstäube an sich binden. Wir können nützlich sein, wir müssen nicht weniger schädlich sein. Natürlich gibt es auch inzwischen alle möglichen Kunststoffe, die man anders einsetzen kann. Und Sie haben ja auch einige selber schon dargestellt davon. Gerade hier gibt es ja in Rosenheim eine Tradition. Das kann man sich natürlich angucken. In today's fast-consuming society, we are starting to understand that we are making an enormous claim on the Earth's natural resources. Imagine what will happen when the rapidly growing world population lives up to the insatiable Das können Sie sich im Internet angucken. Da sehen Sie, wie wir 2010 angefangen haben, mit der Firma Good Baby zusammenzuarbeiten in China. Die werden bis 2020 alles nach Cradle to Cradle umgestellt haben. Good Baby macht mehr Kindersachen, als es Kinder auf der Welt gibt überhaupt. Alle 3 Sekunden ein Kinderwagen zum Beispiel, aber auch Kindersitze, Maxi-Cosi, das ist alles Good Baby-Zeug. Im Internet finden Sie schon, dass Cradle to Cradle eine alte chinesische Philosophie ist. Davon. Also wir können Teppichböden machen, die nicht nur nicht schädlich sind. Trotzdem, ich will Ihnen sagen, wenn wir hier Cradle to Cradle nicht machen, machen die das dort nicht. Weil die sagen, warum sollen wir es machen, wenn ihr es doch gar nicht macht? Ja?
Und trotzdem müssen wir auch dort jede Stunde dabei sein, denn sonst wird immer wieder ein Mist wieder eingebaut davon, weil es erstmal 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion braucht, um das Know-how zu haben, es umzusetzen. Wir können hier Teppichböden machen, zum Beispiel mit Tarkett davon, die sind nicht, und Desso, die sind nicht nur nicht, die stinken nicht nur, sondern sie reinigen aktiv die Luft, sie binden Feinstäube dran davon. Warum soll ich meine Lunge einsetzen, die Luft zu reinigen, wenn mein Teppichboden es kann? Die Firma macht am Tag 1,3 Millionen Quadratmeter. Das heißt, sie ist der größte Anwender für Polymere überhaupt. Man verkauft dann keinen Teppichboden mehr, sondern nur noch 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Dann kann das Unternehmen die besten Materialien einsetzen, muss nicht darauf hoffen, dass es nach 3 Jahren furchtbar aussieht, sondern sie garantieren sozusagen die 10 Jahre gutes Aussehen. Dann lohnt sich Qualitätsarbeit. Steelcase, Werndl, Rosenheim hier dazu, gehört zu Steelcase. Seit 1994 arbeiten wir daran, alle Dinge positiv zu definieren. Giroflex verkauft nicht mehr diese Stühle, sondern verkauft nur noch 10 Jahre gesundes Sitzen dabei. Dadurch können viel bessere Materialien eingesetzt werden. Anstatt 150 billige Kunststoffe können hier 4 Kunststoffe eingesetzt werden, die wiederum beliebig oft praktisch verwendbar werden. Das ist ein Geschäftsmodell. Verstehen Sie, nicht irgendwie Moralzeug? Es gibt inzwischen viele Cradle-to-Cradle-Materialien, insgesamt 11.000 auf dem Markt davon. Dazu gehören durchaus natürlich Firmen wie Saint-Gobain zum Beispiel oder Knauf oder andere davon. Das wird inzwischen Standard, es wird inzwischen das Übliche. Die DGNB, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, nimmt Cradle-to-Cradle inzwischen auf davon. Natürlich haben wir damit angefangen, mit solchen Dingen. Können Sie sich noch erinnern? Ich habe letztes Mal gezeigt, eine Oberfläche mit Titan, die Stickoxide natürlich wegkriegen kann. Inzwischen setzt sich das um. Wienerberger davon, Thoma, ja, hier sozusagen, Saint-Gobain, Umsetzung. Schüco, man braucht letztlich, Schüco hat Cradle to Cradle inzwischen auch natürlich in Dingen umgesetzt. Moser, ja. Wir brauchen reversible Klebeverbindungen vor allem. Auch Schweißverbindungen müssen auf Dauer verschwinden, weil sie einfach gegenüber Klebeverbindungen völlig ungeeignet sind im Verhältnis. Das heißt, Klebeverbindungen können viel stabiler sein und sie können vor allem durch Enzyme zerstört werden. Damit kann ich zum Beispiel bei der Firma Stoh hingehen und kann die Fliese nach 2 Jahren wieder unzerstört rauskriegen. Wissen Sie, es gibt diese Angst, etwas zu verpassen auf der Welt, nennt sich FOMO. Und je mehr Bilder die Menschen sehen, desto unglücklicher werden sie, weil sie sagen, da war ich noch nicht, das fehlt mir, darum müssen unsere Abiturienten jetzt immer gleich eine Weltreise machen, wenn sie Abitur gemacht haben, weil sie immer Angst haben, was zu verpassen. Ja, es gibt keine Angst vor dem Tod in den Naturreligionen, es gibt aber die Angst, überall in der ganzen Menschheit etwas zu verpassen, bevor man stirbt. Ja. Und je mehr Bilder Sie sehen, desto mehr haben Sie Angst, was zu verpassen. Wie können Sie mit Ihnen ein Partner zusammen sein, der so komisch die Zähne putzt? Ja? So nach 2 Jahren ist die Wahrnehmungslähmung, wie die Amerikaner sagen, when the anesthesia wears off, ja, ist dann vorbei. Und dann sage ich, ich bin so toll, und wie kann ich mit jemandem zusammen sein, der so komisch die Zähne putzt? Ja? Ja? Wenn Sie alle 2 Jahre das Badezimmer ändern können davon, dann sieht Ihre Partnerin auch anders aus. Verstehen Sie? Dann müssen Sie die Partnerin nicht ändern. Und so toll sind Sie selber auch nicht. Aber Sie haben immer die Angst, dass Sie was verpassen, wenn Sie mit jemandem zusammen sind. Das ist nur eine Inspiration dazu. Also bleiben Sie mit Ihrer Partnerin zusammen, aber auch wenn Sie das Badezimmer nicht austauschen. Wir können damit Dächer machen, die nützlich sind. Ein Gebäude muss wie ein Büffel zu verstehen sein. Jede Komponente, nicht abreißen dazu, wie Sie gesagt haben, sondern alles geht zurück. Wir brauchen Gebäude, ich habe das vor 2 Jahren auf der Biennale in Venedig vorgestellt, dazu übrigens auch Dank von Unterstützung von Schüco unter anderem, dazu möchte ich schon dazu sagen, nicht, dass Sie denken, es geht nicht um ein Schüco-Bashing hier, im Gegenteil, es ist eine große Wertschätzung dafür. Gebäude, die nützlich sind, Gebäude, die die Artenvielfalt unterstützen, ich habe viel wissenschaftlich veröffentlicht dazu, gucken Sie sich das an, von setzen Sie sich um. Wir haben zum ersten Mal übrigens in Bayern ein Gebäude danach gemacht für die Firma Bionurica, eben auch mit Fenstern davon, die definiert sind, positiv, mit Teppichböden, mit Heidelberg-Zement. Es werden 300 Additive in Beton verwendet, 200 von denen sind absoluter Mist, ja, die wirklich, 100 davon sind aber durchaus geeignet. Wir können das umsetzen davon, dieses Gebäude hat bessere Luft im Gebäude als draußen. Die Krankheitsraten sind so viel geringer in dem Gebäude. Natürlich, weil die Leute auch motiviert sind, ist ja klar, dann davon. Aber in der Tat sind die Leute gesünder.
Park 2020 in Holland in der Umsetzung. Das geht jetzt anders. Dieses Gebäude unterstützt Lebensraum für 200 andere Arten davon. Das ist in Wacheningen. In Wacheningen wurde die industrielle Landwirtschaft entwickelt. Als ich ein Kind war, hat eine Kuh 5.000 Liter Milch gegeben. Heute sind wir in Holland bei 20.000. Soll ich aus diesem armen Vieh nochmal 1.000 Liter mehr rausquetschen oder soll ich lieber fragen, was gesunde Ernährung ist? Happy Healthy School. Wir nutzen das Kohlendioxid für Landwirtschaft auf dem Dach dieser Schule in Skidam. Davon. Das eigentlich Schöne ist was anderes. Der Vandalismus in der Schule ist weg. Das ist eine Problemschule, eigentlich so wie in Neukölln etwa. Da kommen die jungen Kinder an und sagen, wir möchten es anders haben. Keine beschmierten Wände, keine zerstörten Toiletten sind dort mehr. Wenn Kinder geschätzt sind, dann machen sie ihre Schule nicht kaputt. Sie können das in Schweden angucken. Also es ist nicht eine schöne Idee. Damals, als ich das hier vorgestellt habe, war das halt eine nette Idee. Jetzt ist es Realität. Dort in Bornholm dazu. Wir haben es aber auch in China umgesetzt. Man kann damit mit solchen Gebäuden, die aktiv die Artenvielfalt unterstützen, auch Landwirtschaft machen. Die Fläche nachher ist größer als vorher. Die Wände geben mehr Fläche, als sie zwischendrin als Sozial- und Transporträume brauchen. Ja, davon. Also da ist ein Erdbeergebäude, ein Himbeergebäude. Davon. Natürlich versteht man das in China schneller. Wir brauchen Gebäude als Materialbanken. Niemand braucht Kupfer. Ich brauche nur die Nutzung des Kupfers. Ja. Ein Windrad wird 40.000 Euro billiger, wenn ich die 12 Tonnen Kupfer für 20 Jahre als Dienstleistung abgebe, anstatt dass ich das Kupfer verkaufe. Das heißt, ein Kreuzfahrtschiff hat 350 Tonnen Kupfer drin. Die braucht niemand. Ich brauche nur 35 Jahre Kupfernutzung. Das heißt, dieses Gebäude als Materialbank sieht viele Partner, die Sie hier ja auch haben, dabei. Es kommt jetzt im Zentrum an davon. Drum danke ich Ihnen, dass ich auch das hier darstellen kann. Wir brauchen Gebäude, Materialpassport. Sie sehen, wir können dann in Europa Schiffe produzieren davon. Wir arbeiten mit der Meyer-Werft, aber auch mit Maersk zusammen. Ja. Maersk Line will implement the most comprehensive cradle-to-cradle passport ever seen for the new giant triple E ships. The cradle-to-cradle passport will identify each and every nut and bolt of the giant 60,000-ton ships. Ja, Sie können es im Internet nachgucken. Alle diese Sachen finden Sie, können Sie auch Ihren Kollegen dann zeigen. Es ist einfach nicht mehr nur Geschwätz oder Vorschlag. Es geht jetzt. Damit kann man Schiffe machen, von denen kein Gramm Abfall mehr entsteht, sondern alles für die Biosphäre und die Technosphäre. Und damit kann ich in Europa fertigen. Dabei, die Materialkosten eines Mercedes sind höher als die Arbeitskosten. Aber wir sind ganz am Anfang. Ich war hier bei der Fabrik der Zukunft eines großen bayerischen Autoherstellers. Davon, wissen Sie, die kaufen Roboter. Niemand braucht Roboter. Ich brauche doch nur die Nutzung des Roboters. Ja, wenn ich den Roboter kaufe, zahle ich jede Umprogrammierung. Ich muss jede Arbeit diesem Roboter geben, damit er ausgelastet ist. Nein, warum kaufen Sie den Roboter? Braucht niemand. Sie brauchen Schweißpunkte, sonst nichts. Warum kaufen Sie nicht 100 Millionen Schweißpunkte? Dann hat der Roboterhersteller, kümmert sich darum, diese 100 Millionen Schweißpunkte zum geringsten Preis zu kriegen. Darum, niemand braucht Solaranlagen. Ich brauche Licht einfangen und Photonen in Strom umfassen. Die Digitalisierung ist bei Fenstern, bei Türen, bei Fassaden, bei Wintergärten, bei all diesen Dingen, die Sie da draußen sehen, ist doch die direkte Zukunft. Dann konkurrieren Sie auch nicht und Sie bleiben in Kontakt mit Ihrem Kunden. Die Firma Puma und Adidas dazu brauchen dreimal mehr Geld dafür, mit ihrem Kunden in Kontakt zu bleiben, wie das Produkt herzustellen. Wie krank. Ja? Sagen Sie, tut mir leid, dein Produkt ist hässlich geworden, aber schau, dieser Heilige trägt das auch. Ja? Wie albern. Ja? Probieren Sie, schlagen Sie Ihre Frau nieder und sagen, Schatz, komm wieder. Ja? Sie müssen den Kunden beleidigen, um das nächste Produkt zu verkaufen. Die Fassade muss hässlich werden. Das Produkt, wir brauchen in der digitalen Welt keine Langlebigkeit, wir brauchen definierte Nutzungszeiten. Dann kann es heute ein Wintergarten sein, morgen ein Autoteil. Dann können die besten Materialien eingesetzt werden, nicht der billigste Dreck. Ja? Das heißt, wir brauchen keine Waschmaschine, wir brauchen 3000 Mal waschen. Dann können viel schönere und bessere Materialien verwendet werden. Wir brauchen völlig andere Dinge. Ich möchte nächstes Mal hier sehen, dass wir Algenfassaden haben. Davon. Wenn Sie, schauen Sie, es ist, war sicher gestern ein tolles Essen, aber das ist ein Festessen, das ist nicht die tägliche Ernährung.
Wenn Sie Rindfleisch essen, nehmen Sie nicht mal 20% des Eiweißes wirklich auf. Ja? Wenn Sie Algen verspeisen, nehmen Sie über 80% des Eiweißes auf. Es geht also nicht um den ökologischen Fußabdruck zuerst, sondern es geht um gesundes Essen. Auf so einer Fassade dazu, mein Gott, Entschuldigung, Sie können dann Biopolymere aus dem Zeug auch machen. Und so eine Fassade ist 80 Mal produktiver als ein Maisfeld. 80 Mal mehr können Sie damit an Protein erzeugen, auf einem Hektar sozusagen. Die Zukunft der Fassade fängt doch gerade erst an. Das heißt, eine wirklich nützliche Fassade zu machen. Wir können natürlich Moos umsetzen. Als wir das 94 angefangen haben, haben die uns Leute alle beschimpft dazu. Heute halten die Leute, die das beschimpft haben, die Patente für Moos als Feinstaubfilter. Lassen Sie uns positiv unterhalten. Das ist alles Ihre Branche. Wenn ich meinen Studenten sage, sie sollen 10% weniger Schwein sein, dann drehen sie sich um und tauchen in der Vorlesung nicht mehr auf. Wenn ich ihnen sage, 2100 wird die Konzentration an CO2 in der Atmosphäre wieder die sein, die sie 1900 war, weil wir müssen dieses CO2 zurückholen, weil die Halbwertszeit von CO2 ist über 500 Jahre, wir können das nicht da drin lassen. Das heißt, wir müssen es zurückholen. Wenn wir sagen, wir haben dann wieder die gleiche Konzentration, dann machen meine Leute in Scharen mit. Ich muss meine Vorlesungen immer möglichst nachts um 9 legen, damit die nicht völlig überflutet sind dabei. Weil die jungen Leute wollen bei was Positivem dabei sein, nicht bei 10% weniger schlecht. Ja. Das, so kann ich das verbinden. Ich kann künstliche Bäume machen, die das CO2 zurückholen, das zusammen mit der Luftfeuchtigkeit ausfrieren, weil Energie kann ich dafür genügend haben, in Dubai zum Beispiel. Und dann kann ich damit Methanol herstellen und Brennstoffzellen dafür einsetzen. Ja. Damit fängt die Zukunft an. In Singapur umgesetzt, Gebäude wie Bäume zu machen. Ich habe das letzte, den menschlichen Fußabdruck zu feiern. Wie gesagt, vor 2 Jahren habe ich das in Venedig vorgestellt, davon, wie das aussehen könnte. Es geht nicht um eine Kreislaufwirtschaft, es geht um eine Cradle-to-Cradle-Wirtschaft. Also wenn Sie jetzt zurückfallen wieder auf die 80er Jahre, dann mag Ihnen das Forschungsgeld bringen, aber die echte Innovation hängt damit nicht zusammen. Lassen Sie uns einen Menschen angucken und sagen, schön, dass du da bist, und nicht, kannst du 10% weniger Schwein sein. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.